Wenn ein radioaktives Präparat, ja, radioaktives Präparat, radioaktive Strahlung aussendet, ja, dann kann man das Ganze nutzen, um praktisch diese radioaktiven Präparate voneinander zu unterscheiden, ja, anhand von der Strahlungsintensität, also wie viele Teilchen, in Anführungszeichen, ja, strahlt dieses Präparat pro Sekunde ab. Also meinetwegen, wenn wir uns mal so einen Alpha-Strahler anschauen, also ein Alpha-Strahler, Heliumkern, der trifft auf ein Gasatom. Ja. Ich zeichne jetzt mal den Kern von dem Gasatom als schwarze Kugel, ja, das ist der Kern. Was nehmen wir denn für ein Gas, also ein Edelgas auf jeden Fall, auf der innersten Schale, wir nehmen das Bohratommodell, bewegen sich auf definierten Kreisbahnen zwei Elektronen, dann ist ja die erste Schale voll. Dann nehmen wir noch die zweite Schale dazu, ja, und da passen 8 Stück drauf auf diese Schale. Und dann wäre das zum Beispiel das Edelgas Neon. Ja. Neon hat im Kern 10 Protonen, ja, und elektrisch neutral ist das ganze Periodensystem, ja, also hat es auch 10 Elektronen. Ja, dann ist insgesamt keine, dann dominiert insgesamt keine elektrische Ladung. Nicht positiv und nicht negativ, weil ich habe ja 10 negative und 10 positive, ist null. Ne? So, was passiert jetzt hier? Wenn man praktisch so ein Alpha-Teilchen auf so ein Atom schießt, dann wird es praktisch ab einer gewissen Geschwindigkeit, also wenn dieses Alpha-Teilchen eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, dann reicht diese kinetische Energie aus, um dieses Atom zu ionisieren. Also was bedeutet das? Ein Elektron fliegt weg. Ja? Eins ist weg. Ja, und jetzt dominiert plötzlich eine Ladung und das ist die positive. Ich habe ja jetzt insgesamt auf das Atom bezogen eine positive Ladung. Mehr als eine negative. Also, dann habe ich jetzt, ich schreibe das um, ich sage jetzt nur plus, also dieses Atom ist jetzt positiv geladen, das meine ich damit, plus ein sogenanntes Primärelektron ist praktisch bei diesem Stoß von Alpha-Teilchen auf Edelgasatom entstanden. Und dieses Primärelektron, ja, wird jetzt aufgrund dessen, dass dieses Primärelektron auch beschleunigt wird, wir bauen dann das Geiger-Müller-Zellrohr auf, ja, aber jetzt erstmal diese Theorie, aufgrund dessen, dass dieses Primärelektron auch beschleunigt wird, wird es weitere Elektronen hier aus anderen Edelgasatomen auslösen. Man sagt, ein Primärelektron, ja, wird im Mittel, also arithmetischer Mittelwert, sowas, die Begrifflichkeiten müssen jetzt vorhanden sein, wird im Mittel n weitere Elektronen auslösen. Ist natürlich abhängig von meinem radioaktiven Präparat, ne, wie heftig das strahlt. Ja. Wird in der Sekunde meinetwegen 100 Primärelektronen auslösen oder in der Sekunde meinetwegen 30 Primärelektronen auslösen. Das hängt natürlich von diesem Präparat ab. Ja. Gut, und das hier macht man sich jetzt zunutze, um da geschickt Messungen anzustellen, um letztlich dann Rückschlüsse zu ziehen, was strahlt ein unbekanntes Präparat oder wie gefährlich ist dieses unbekannte Präparat, wie heftig strahlt es radioaktive Strahlung ab. Ja, das kann man dann mit so einem sogenannten Geiger-Müller-Zellrohr feststellen. Wie schaut es aus? Ich habe erstmal einen Metallzylinder, ja, einen Metallzylinder und vorne habe ich eine Öffnung. Ja, da fliegt dann praktisch mein, jetzt in dem Fall, Alpha-Teilchen rein, meine Alpha-Teilchen, weil es sind ja nicht nur eins, wir haben hier oben nur eins betrachtet, aber so ein Präparat strahlt ja sehr viele, je nachdem, was es für ein Präparat ist, aus und die müssen erstmal in mein
Rohr hier rein. Ja? Das ist üblicherweise ein Metallzylinder. Metall hat ja sehr viele, das Modell ist ja ein Gitter, um dessen Gitter sehr viele Elektronen als Elektronenwolke angeordnet sind. Also könnte man das schon mal nutzen als negatives Potenzial. Ja? Gut, das mal im Hinterkopf behalten. Ich brauche natürlich hier einen Isolator, hier einen Isolator und hier einen Isolator. Warum? Weil ich möchte hier in dem Metallzylinder eine Spannung haben. Ja? Ich führe durch den Isolator einen Draht ein. Ja? Hier hinten ist ein wichtiges Element, nämlich ein Widerstand vorhanden. Warum? Das werden wir dann feststellen, für was der gut ist. Dann haben wir die Batterie, ja, mit dem die Energiequelle, mit dem das ganze Geiger-Müller-System betrieben wird. Wir nehmen jetzt mal die Batterie. Und dann geht mein negatives Potenzial an das Gehäuse von diesem Zylinder. Von vorne drauf betrachtet, wenn ich drauf schaue, schaut es ja so aus. Ich habe jetzt hier mein Draht. Und wenn mein Draht, man sieht es, auf positivem Potenzial liegt, ja, dann gehen von dem ja meine elektrischen Feldlinien weg. Ja. Also das elektrische Feld liegt tatsächlich so in diesem Zählrohr drin, ja, ausgehend von diesem Draht, weil das auf positivem Potenzial liegt. Das hat man in der Vergangenheit auch schon mal behandelt. Und dann bedeutet es, wenn so ein Alpha-Teilchen hier reinschießt, hier sind diese ganzen Edelgasatome drin, in diesem Bereich, ja, das, was wir hier oben groß an einem Edelgasatom besprochen hatten, wird sich dann in Abhängigkeit, wie stark dieses Präparat radioaktive Strahlung absendet, in dem Zylinder hier wiederholen. Ja. Da das Ganze so konzipiert ist, dass das Gehäuse auf diesem negativen Potenzial und der Draht auf positivem Potenzial liegt, ist natürlich hier zwischen Draht und Gehäuse eine Spannung vorhanden. Ja? Also werden diese Primärelektronen, die praktisch weitere, also im Mittel eine Anzahl weiterer Elektronen auslösen, zum Draht hin beschleunigt, während die gleiche Anzahl an Ionen, ich kürze es jetzt mal ab, positiv Ionen, also die, wo praktisch entstehen, nachdem ich das Edelgasatom ionisiert habe, bleibt ja eine positive Ladung im Kern über, das hat man ja besprochen, die werden natürlich hierher transportiert ans Gehäuse. Ja. Letztlich liegt der gewählte Widerstand, der ist wichtig, der ist meistens im Gigaohm-Bereich, ja, der muss so gewählt werden, dass diese Spannung, was ich dann hier logischerweise abgreifen kann über diesen Widerstand, die Signalspannung, dass die proportional ist zu meinen Primärelektronen und die Primärelektronen sind ja ungefähr, also bei der Mittelwert, deshalb ungefähr Mittel, also ein Primärelektron löst im Mittel n weitere Elektronen aus, ja, pro Sekunde. Ja. Also das Signal, was ich hinten abgreifen kann, ist proportional zu dem hier. Und das konzipieren die Ingenieure mit dem Gegenstand, also mit dem Ohmschen Widerstand, aber das ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung von dem Geiger-Müller-Zeller, weil man braucht hier hinten auch noch Analog-Digital-Wandler und dergleichen, aber wir wollen ja hier nur eine grobe Übersicht haben, was in dem Geiger-Müller-Zeller passiert. Mit dem hier, dass das so ist, dass ich das Signal hier hinten abgreifen kann und dass diese Proportionalität gilt, kann ich natürlich dieses Signal hinten akustisch, dieses typischerweise Knacken, dass man akustisch als Knacken wahrnimmt, oder visuell ausgeben, als Leuchten. Ja? Und das Display von diesem Geiger-Müller-Zähler kann wegen dieser Proportionalität dann auch als Zählrate ausgegeben werden. Ja? Diese Schaltung, was hinten dran noch hier in dem System vorhanden ist, wird dieses Signal dann umwandeln
sodass es am Display als praktisch die Zählrate ausgegeben wird. Ja? Gut, was haben wir vergessen zu behandeln? Schauen wir mal die Gedanken von mir nochmal durch. Okay, die Theorie, dann haben wir das Geiger-Müller-Zellrohr, ja, und die Batterie vielleicht nochmal kurz besprechen. Ja? Also, wenn dieses Feld hier drin, ja, dieses Feld, was vorhanden ist, wo wir vorhin angezeichnet haben von vorne, wenn ich von vorne drauf schaue, dieses Feld in diesem Zylinder, das wird ja Arbeit an meinen Elektronen verrichten. Ja? Und diese Arbeit, dass praktisch dieses Feld konstant bleibt, dass mein Geiger-Müller-Zellrohr weiterzählen kann, brauche ich dieses Element hier, diese Batterie. Ja? Diese Batterie wird ja auch hier bei den Ladungsträgern Arbeit verrichten und die sorgt dafür, dass diese Spannung letztendlich, dass dieses elektrische Feld letztlich in diesem Zylinder nicht zusammenbricht, ja? Dass das konstant bleibt. Ja? Ich brauche dieses Element sozusagen, dass mein Geiger-Müller-Zellrohr weiterzählen kann, dass er weiter seinen Job erledigen kann. Energieerhaltung sozusagen. Gut, dann beende ich mal an der Stelle dieses Video.